So, schönen Nachmittag. Ja, unbequemes Erinnern ist das Thema unserer Diskussion. Wir werden weniger über den Film sprechen, nehme ich mal an, als über Franz Jägerstätter, St. Radegund, der Bürgermeister Simon Siegel ist da, die anderen stelle ich gleich vor, als über die Frage, wie schwierig Erinnerung war und vielleicht immer noch ist, wie unbequeme Erinnerung ist. Frau Dr. Putz, Sie sind eine Biografin von Franz Jägerstätter und haben sich sehr engagiert für die Seligsprechung von Jägerstätter eingesetzt. Sie werden uns gleich etwas dazu erzählen. Sie haben auch, und das fand ich ganz interessant, erforscht, wie die verschiedenen Bischöfe von Linz mit dem Fall Jägerstätter umgegangen sind. Und zwar von dem angefangen, bei dem der Jägerstätter Beistand versuchte zu bekommen, 1942. Und wie dann die Nachfolger des damaligen Bischofs damit umgegangen sind. Sehr interessant, was man gleich nämlich von Ihnen hören wird. Und nicht immer erfreulich, sehr unbequem. Dann haben wir den Herrn Dr. Schmoller. Er ist von Franz und Franziska Jägerstätter Zentrum in Linz hier. Franziska, seine Frau, hat eine wichtige Rolle. Sie werden dazu gleich nämlich auch was sagen. Und Magister Schwanninger, der ganz außen sitzt, kommt von der Gedenkstätte Schloss Hartheim. Das war ein Ort der Euthanasie. Und sie haben auch zur Geschichte Aufarbeitung des Nationalsozialismus im Bezirk Braunau geforscht und werden uns dazu was sagen können. Ich bin sehr gespannt, wie Sie nachher den Film finden. Wenn jemand hier ist, der sich darauf freut, das St. Radegund zu erkennen, was der Herr Siegel vertritt, der wird sicherlich enttäuscht sein, denn der Film wurde in Südtirol gedreht. Die Amerikaner wollten ein Radegund als Bergdorf haben mit dramatischen Berggipfeln. Herr Siegel, da waren Sie wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, dass nicht Radegund und Umgebung der Schauplatz war der Dreharbeiten damals 2016, obwohl Radegund auch einen Berg hat, das weiß jeder, der den Radelmann hochschieben musste von der Salzach, vom Salzach Radweg, um dann oben den Biergarten zu erreichen. Aber es ist eben, hat mit dem Radegund optisch nichts zu tun. Können Sie dazu was sagen? War das damals umstritten oder? Nein, ich glaube, das war nicht umstritten. Und es wurde, ein Teil des Films wurde in Radegund gedreht, aber da muss man Insider sein, dass man das erkennt. Was ja, verraten Sie es den Leuten hier, dass wir sind ja alle Insider. Ich glaube, die Radegunder wissen es, wenn sie die Bilder sehen. Ja, sagen Sie ruhig. Was in Radegund gedreht wurde. Nämlich? Die Salzach. Ja, bitte, Frau Dr. Putz. Der Fluss ist die Salzach. Aber nicht unsere, sondern weiter. Nein, nein, die richtige, die Salzach. Und im Jägerstätter Haus wurden auch eine ganz kurze Szene spielt im Jägerstätter Haus. Da hat sich jemand sogar gewundert, so ein modernes Zimmer plötzlich. Das ist das Originalschlafzimmer der Jägerstätters. Jetzt immer noch und im Jägerstätter Haus. Also das ist original. Sie sagen modernes Zimmer, weil Sie haben im Museumsdorf Dietenheim den Rest gedreht, also ein Museumsdorf in Südtirol, um etwas altmodische Atmosphäre zu erzeugen, wo in den Häusern natürlich schon seit Jahrzehnten keiner mehr lebt. Das ist ein Museum und das war halt pittoresk. Sie sind sogar hinaufgegangen auf die Almhütten, weil das Dorf noch zu elegant war. Also Sie selbst wollen, das Museumsdorf war zu elegant. Ja, Sie haben auf den Almhütten wesentlich gedreht. Okay, und natürlich in Babelsberg, im dortigen Filmstudio und in Zittau am Marktplatz. So, gehen wir ruhig jetzt in medias res. Herr Siegel, sagen Sie vielleicht zum Eingang unserer Debatte etwas, das Verhältnis von Radegund zum Thema Jägerstätter ist heute, hoffe ich mal, entspannt und man denkt dankbar, man erinnert sich dankbar an diesen mutigen Mann, aber das war natürlich nicht immer so, vor allem in den Jahrzehnten unmittelbar nach dem Krieg und im Krieg. Hatte die Familie Jägerstätter es nicht immer leicht bei euch im Radegund? Ja, ich glaube, so gehen wir. Dieses Thema Aufarbeitung ist bei uns schon vielleicht 10 oder 20 Jahre früher geschehen durch die Sache Jägerstätter, weil wir damit befasst waren schon in den 60er Jahren ist das erste Buch erschienen über Franz Jägerstätter und dann hat und damit waren wir früher befasst als andere, glaube ich. Und natürlich die Radegunde, es war nach dem Krieg sicher nicht leicht
für viele Familien, es waren Familien da, wo drei im Krieg geblieben sind. Und es war eine schwere Zeit. Und ob da die Familie Jägerstätter die Hilfe erfahren hat, die sie verdient hätte, das kann ich nicht sagen. Ich erinnere mich, dass es 1971, damals war ich noch sehr klein, aber ich habe es dann hinterher sehr wahrgenommen, der Film von Axel Corti vom ORF über Jägerstätter, der war sehr, sehr, sehr umstritten 1971. Und auch die Zeit danach, bis in die 80er, fast frühe 90er Jahre hinein, war das Thema äußerst heikel, nicht nur unbequem. War das in Radegund ganz anders? Ich glaube, zur damaligen Zeit war es sicher noch sehr heikel. Und es haben auch zur damaligen Zeit noch sehr viele Kriegsteilnehmer gelebt, das heutzutage nicht mehr ist. Jetzt kommen wir natürlich zu Ihnen, Frau Dr. Butz. Darf ich noch einen Satz zu Radegund sagen? Ich habe die ganze Region, Gerichtsbezirk Witzow, Dekanat Ostermeeting ganz genau anschauen können, Pfarrchroniken und damals noch viele Zeitzeugen. Ich bin überzeugt, Franz Jägerstätter hätte in keiner anderen Gemeinde dieser Region die Chance gehabt zu verweigern. Über St. Radegund hat Franz Jägerstätter gedeckt, wie der Spitzel der Gestapo einen entsprechenden Brief abgeschickt hat. Der damalige Bürgermeister hat den Brief verschwinden lassen. Das Mädel, das die Post hin und her getragen hat, hat damals also den Brief dem Bürgermeister gegeben und der hat den Mut gehabt, den verschwinden zu lassen. Also einmal auf der Liste Gestapo, Postkontrolle, Jägerstätter wäre weg gewesen. Seine Äußerungen, man hat ihm die Unabkömmlichstellung ermöglicht. Das kann ich mir in weder in Ostermeeting noch in St. Pantaleon noch in Dasdorf noch in Hochburg da schon gar nicht vorstellen. Also St. Radegund hat zusammengehalten und hat Franz Jägerstätter zurückgeholt auf den Hof, das war die Ortsgemeinde, und hat ihn auch gedeckt. Also dass Jägerstätter die Chance hatte zu verweigern und nicht vorher, wegen desselben Werbekreuz, das jetzt und verurteilt wurde, das war in der Region nur in St. Radegund möglich. Also eine Ausnahme war dieses St. Radegund im Vergleich zu anderen Orten in der Region. Und diese Stimme von Jägerstätter gegen den Anschluss Österreichs ans Reich, diese einzige Stimme, Nein-Stimme, die wurde ja auch unter den Tisch gekehrt, damit es hieß 100%, auch in Radegund 100% Zustimmung. Man hat also versucht, ihn zu schützen, Ihrer Meinung. Aber nachher war natürlich die Frage, wenn der Recht gehabt hätte, was ist dann mit uns? Wenn der Recht gehabt hätte, war mir ja alle blöd gewesen. Das habe ich oft gehört. Von den Radegundern? Nicht von sehr vielen ehemaligen Soldaten der deutschen Wehrmacht. Sehr interessant, was Sie sagen, ja. Bleiben Sie gleich am Mikrofon, denn Sie erzählen uns ja vielleicht doch in einigen Sätzen, Sie haben sehr intensiv erforscht, wie der Umgang mit Jägerstätter über die Jahrzehnte war. Das war ein äußerst unterschiedlicher Umgang. Unbequemes Erinnern ist ja das Thema unserer Diskussion. Nach dem Krieg, okay. Da sind die Fragen. Und da fürchtete man die Frage, so hat mich der damalige Kirchenzeitungsherausgeber, hat mir das noch erklärt, Franz Wieböck, man hat Angst gehabt, dass die Heimkehrer, dass die Rückkehrer jetzt fragen, ja, warum habt ihr uns das nicht gleich gesagt, dass gescheiter ist, nicht einzurücken. Also dieser Frage wollte man sich nicht stellen. Und dann war auch dieses fast blauäugige, die Arme öffnen und alle einladen und den Klimenden doch nicht auslöschen. Die Pfarrer hatten genaue Anweisungen, da sehr vorsichtig zu sein nachher in der Beurteilung. Das war eine Weisung, also da hat man gemeint, wenn man nur die Arme ausbreitet, dann geht es gut. Eine grundsätzliche Auseinandersetzung hat man nicht gewollt und auch nicht geführt. Mit Jägerstätter wäre man da hineingekommen. Weil diejenigen, die im Krieg waren als Soldaten, wollten natürlich nicht den Vorwurf hören, sie hätten kein Gewissen gehabt, keine Moral gehabt, sie seien die schlechteren Menschen gewesen. Ja. Weil es ist ja auch nicht ganz ohne, in den Krieg zu gehen, sein Leben zu riskieren, für egal welche Aufgabe, das ist ja auch eine gewisse Selbstlosigkeit. Und Desertion ist in jeder Armee der Welt ein Vergehen, ein Verbrechen. Und deshalb wurde ja auch die Familie Jägerstätter, da wende ich mich jetzt vielleicht doch gleich
an den Herrn Dr. Schmoller. Die Familie hat ja aus dem Opfergesetz in Österreich dann lange keine Entschädigung bekommen, mit genau der Begründung, dass Desertion ja eben auch in allen anderen Gesellschaften ein Vergehen ist, ein kriminelles Verhalten ist. Ja, das ist richtig. Darauf könnt ihr uns genauso gut antworten. Aber es ist in der Tat so, dass das ursprüngliche Opferfürsorgegesetz nicht für einen Fall Jägerstädter gemacht war. Also das war gemacht für Opfer politischen Widerstandes, und im Fall Jägerstädter war das Urteil ein religiöses Motiv. Also er hat aus religiösen Gründen den Wehrdienst verweigert, und für diesen Fall war nicht vorgesehen im Opferfürsorgegesetz. Und ist erst nachträglich dann einige Jahre später, ich denke es ist 1951, wo dann die Franziska Jägerstädter durch die Revision des Opferfürsorgegesetzes dann auch berücksichtigt wird. Herr Schwanninger, Sie mussten jetzt lange schweigen. Unbequemes Erinnern. Sie haben sich beschäftigt mit der Regionalgeschichte in Braunau und Umgebung im Lichte des Nationalsozialismus. Und können Sie hier uns bestätigen, dass das Erinnern nach wie vor unbequem ist? Oder der Herr Siegel hat uns gerade gesagt, in Radegund, rühmliche Ausnahme, war das schon alles viele Jahre vorher nicht mehr so unbequem, sondern der Ort ging sozusagen mustergültig voraus. Wie haben Sie das wahrgenommen als Forscher? Also ich glaube, zu der Zeit, wie ich geforscht habe oder wie ich zu forschen begonnen habe, glaube ich, war diese Zeit der großen Konflikte schon vorbei. Das ist vielleicht ein bisschen eine begünstigte Lage, in die ich dadurch gekommen bin. Also wenn ich auf die Leute zugegangen bin in den einzelnen Orten und da recherchiert habe, also ich habe jetzt nicht nur mit archivalischen Quellen gearbeitet, sondern halt auch Leute befragt oder einfach private Kontakte geknüpft oder genutzt, war es eigentlich kaum so, dass man jetzt wirklich nur auf diese klassische Ablehnung oder auf diese Mauern gestoßen ist. Also ich habe mit Forschern und Forscherinnen geredet, die zum Beispiel in den 70er Jahren schon begonnen haben, da lokale oder regionale Geschehnisse während der NS-Zeit aufzuklären. Und die haben halt das wirklich nur so geschildert, dass da Mauern aufgebaut wurden, dass man die Leute nicht in die Archive reinlassen hat und so weiter. Was natürlich jetzt da vielleicht mit behördlichen Vorgaben wie Archivsperren und so weiter schon zu tun hatte, das muss man sicher auch sagen. Aber diese klassische Ablehnung oder Zurückweisung habe ich eigentlich, das war bei mir in den Ende der 90er oder in den Anfang 2000er Jahre, eigentlich jetzt nicht mehr erlebt. Sondern teilweise war es interessanterweise schon eher so ein Art Bedürfnis. Es ist gut, da kommt wer, der interessiert sich für das, was bei uns im Ort passiert ist. Hat natürlich, glaube ich, auch viel mit dem zu tun, wie der Bürgermeister Siegel schon gesagt hat, dass einfach das die Zeit war, wo die Kriegsgeneration jetzt einfach nicht mehr so vertreten war. Und vor allem auf politischer Ebene natürlich schon die nächste Generation oder die Nachkriegsgeneration an den Hebeln, wenn man so sagen will, gesessen ist. Beispielsweise vielleicht dadurch in dem Zusammenhang auch Braunau, wo ja in den 80ern diese Auseinandersetzung mit dem Geburtsort des Führers unter Anführungszeichen angelaufen ist oder passiert ist, die ist damals auch von einem jungen Bürgermeister begonnen oder betrieben worden, der einen Unterstützerkreis gehabt hat, die alle aus der Zeit, ja, in den Jahren nach 45 geboren waren. Ich glaube, das macht da schon viel aus. St. Radegund als Sonderfall, ja, also wenn ich es jetzt in Oberösterreich vergleiche mit anderen Orten, ist sicher in St. Radegund die Auseinandersetzung früher erfolgt. Natürlich auch, muss man sagen, weil die Impulse teilweise von außen gekommen sind. Es ist schon erwähnt worden, die Arbeiten von Gordon Zahn, also dass der Fall Jägerstädter eben auch in die USA betrachtet worden ist, zum Teil auch vor dem Hintergrund der Ablehnung des Vietnamkriegs, wo man sich ja auf ein positives Beispiel in Form von Jägerstädter bezogen hat. Wobei man sicher einräumen muss, es war an vielen anderen Orten in Oberösterreich auch so, zum Beispiel die ganzen Außenlager von Mauthausen, die sich ja über ein Netz
also wie ein Netz über das ganze Bundesland gezogen haben, oder im Fall von Hartheim, wo ich tätig bin, dass zum Teil wirklich in den 50ern, 60ern die Impulse von außen kommen mussten, also in Form von ausländischen Opferorganisationen und so weiter, um in den einzelnen Orten was voranzubringen. Aber Frau Dr. Butz, weil hier ein Burghauser und Umgebungspublikum sitzt, ich bin vorhin sehr hellhörig geworden bei Ihrem Hochburg, bei Ihrer kleinen Hochburg-Bemerkung. Da sagten Sie, in Hochburg schon gar nicht. Also Hochburg war da im Vergleich zu Radegund besonders schlimm dran, weil Sie haben ja gerade gesagt, in Radegund hat man versucht, den Jägerstädter zu schützen. Und da sagten Sie dann, in Hochburg wäre das auf gar keinen Fall der Fall gewesen. Naja, aus der Pfarrchronik in Maria Ach weiß ich, dass man da so 34, 35, wenn drüben von Leichnam war, davon so, dass da aus, von der Burghauser Seite Jugendliche gestört und hinübergeschrien haben. Also das war da schon sehr deutlich. Dann wurde der Pfarrer in Hochburg, wurde gleich nach dem Anschluss durch das Dorf gejagt. Wirklich, das war eine Jagd. Und dann mussten ihn zwei Hitlerjungen täglich mit einer, ich weiß nicht, ob auch eine Tafel um dem Hals, auf den Posten führen. Muss er sich vorstellen. Der Ortsparteileiter, der Oberlehrer Sauer, war sehr aktiv in Hochburg. Ach, der kam auch nach St. Radegund und hat dort die Anschlussrede gehalten. Und was ist eine Anschluss, also eine Festrede auf den Anschluss? Auf den Anschluss, okay. Bei einer Versammlung, wo die Jägerstädter, das haben sich sehr am Rande angeschaut. Der hat auch einmal mit dem Jägerstädter geredet und wollte ihn überzeugen. Und im Dekanat waren 12 Priester, 8 waren im Gefängnis. Nur einer, der Dechant von Ostermitting, konnte seine Stelle behalten. Also es gab ja hier keine Kommunisten kaum Feinde der Sozialisten. Die einzigen Gegner waren die Pfarrer. Ja, in Burghausen gab es schon Kommunisten Werk, aber nicht auf der anderen auf Seite. Auf der anderen Seite, in St. Radegund, glaube ich, das ein oder zwei Sozialisten bei Wahlen. Also es war ein sehr geschlossenes Milieu. Und es hat auch ein Gestapo-Beamter zum Dechant Ludwig in Braunau gesagt, bei euch im Innviertel kommen wir zu nichts und da seid ihr schuld, die Pfarrer. Also, und da sind auch das Netz der Pfarrerverhaftungen so in der ganzen Matikfurche, also Braunau rundum, das ist unvergleichlich, auch in Oberösterreich. Und da ist eigentlich der Druck gegen die Kirche ist in Oberösterreich sehr stark. Gar 40 aus der Diözese Linz in Dachau, 9 aus München oder Eichstätt, also die Passauer, also die deutschen, die bayerischen Diözesen hatten ja viel länger den Nationalsozialisten und die Einweisungen in Dachau und auch die Todesfälle sind unvergleichlich niedriger, das ist ungefähr ein Viertel. In der kurzen Zeit, gerade aus Oberösterreich, kamen 40 nach Dachau und sind 16 dort gestorben. Also ein sehr großer Druck gegen den Klerus. Das war auch für Franz einer der Gründe, warum er die Nationalsozialisten ablehnt. Franziska hat so formuliert, warum ist dein Mann nicht in den Krieg gezogen? Ja, weil sie die Kirche so verfolgt haben. Der ganze Freundeskreis, Jägerstädter war mit mehreren Priestern befreundet, weil in Radegund, die auch oft gewechselt haben und mit ihm sind sie befreundet geblieben. Die waren alle verhaftet, im Gefängnis, zumindest amtsenthoben, hatten Predigtverbot. Der eine durfte nur Orgel spielen in Enns. Also das war der Erfahrungsbereich der Jägerstädter. Also Herr Dr. Schmoller, können Sie das bestätigen? Das Innviertel war also keineswegs eine etwas beschauliche, abgelegene Landschaft, in der man relativ sicher war als Kritiker des Regimes, sondern es war im Gegenteil besonders gefährlich vielleicht hier in der Gegend durch diesen massiven Druck auf kirchliche Würdenträger und auf Gläubige. In Österreich ist es einmal im Österreich-Vergleich relativ hoch, die Anzahl der verhafteten Priester. Und innerhalb von Oberösterreich haben wir jetzt noch einmal in der näheren geografischen Umgebung auch eine wirklich überrepräsentierte Anzahl von Maßregelungen von Priestern, weil es ist nicht immer Haft, manchmal sind es Schulverbote, Predigtverbote,
andere Maßregelungen durch die Nationalsozialisten. Pflichtverteidiger Jägerstätter, die Sie besonders beeindruckt hat. Darf ich die anderen Herren auch vielleicht zum Abschluss noch kurz fragen? Sie kennen alle den Film. Gibt es in dem Film eine Szene oder auch Szenen, vielleicht in wenigen Sätzen, die Sie besonders beeindruckend oder vielleicht auch geärgert, verstört haben, weil es nicht genau den historischen Gegebenheiten entspricht, weil zu viel Fantasie drin war? Was auch immer, wo das Publikum, was uns jetzt hier zuhört und zuschaut, gleich sehen kann, wie stehe ich eigentlich zu dieser Szene? Also eine haben wir schon mal. Herr Siegel, wollen Sie anfangen? Hat der Film eine Szene, die Sie besonders beeindruckt hat? Ich glaube generell, dass wir, dass St. Radegund als Nazidorf dargestellt wird, die stürme schon ein bisschen. Weil das war nicht so und das ist solches Gedankengut ist uns ferne, glaube ich einmal. Also Sie stört, dass dieser Aspekt, dass es eigentlich in Radegund in Anführungszeichen etwas besser war, als zum Beispiel in Hochburg, dass das nicht vorkommt, das stört Sie? Glaube ich schon, weil die okay. Frau Dr. Butz hat es ja bestätigt, genau. Damit, dass der Widerstand gar nicht möglich gewesen wäre in einer anderen Gemeinde, weil dann wäre es schon viel früher geworden. Ja. Wenn ich da anknüpfen darf, ganz kurz nur, stört das auch andere in Radegund Ihrer Meinung nach? Oder wie haben Sie das erlebt? Der Film ist nicht so absolut populär scheinbar dann in Radegund, oder? Das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Es war, bevor der Film richtig angelaufen ist, ist er durch Corona, kann man sagen, abgedreht worden. Darum kann man das nicht beurteilen, glaube ich einmal. Und die Diskussion darüber mehr oder weniger nicht vorhanden ist, weil nur die Fixing haben oder wenige gesehen haben. Der Film startete, nur zur Information, am 30. Januar in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es in Österreich genau derselbe Tag war. War das eigentlich Absicht, der 30. Januar, oder war das Zufall? Also der Tag der Machtergreifung. Nein, das war schon Zufall, soweit ich es vom Filmverleih mitbekommen habe. Okay. Ja. Bleiben wir noch ganz kurz jetzt bei der Abschlussrunde. Herr Schwanninger, gibt es Szenen oder sagen Sie wie der Herr Bürgermeister, der ganze Film ist dies oder jenes aus Ihrer Sicht? Ja, ich muss jetzt da, glaube ich, in die gleiche Kerbe schlagen wie der Bürgermeister. Sie. Mir hat auch das gestört, aber das soll jetzt nicht so erscheinen, wie wenn jetzt der Film ganz im Vorhinein schon unter negativen Vorzeichen darum hier gesehen wird. Ganz und gar überhaupt nicht. Aber diese undifferenzierte Sicht auf die Dorfgemeinschaft hat mich gestört, weil ich verstehe schon auch, warum der Regisseur das so gemacht hat, weil es ist irgendwie so die Sicht von außen oder wie man halt überhaupt glaubt auf ein Dorf in, sage ich mal, Österreich oder der Ostmark oder in der Region in der NS-Zeit blicken zu müssen. Und zwar alles ist sozusagen ganz dunkel eingefärbt oder braun und dann gibt es vielleicht einen Lichtblick. Einen mutigen. Und es ist sehr indifferenziert. Und zum Beispiel, ich kann alle nur empfehlen, eine Doku des NDR auf YouTube anzuschauen, die es da zu sehen gibt, wo in den 60ern, Ende der 60er, ein Team des Norddeutschen Rundfunks St. Radegund besucht hat und da sozusagen im Wirtshaus die Leute befragt zu Jägerstätter. Und auch in den 60er Jahren, wo man es heute eben nicht vermuten würde, ist die Sicht durchaus differenziert zu Jägerstätter. Auch da im Dorfwirtshaus, es ist nicht dieser Einheitsbrei, den man erwarten würde. Und deswegen, das hat mich am Film ein bisschen gestört, dass das so eintönig dargestellt ist. Ganz kurz. Für mich, es waren viele sehr einprägsame Szenen, aber ich sage eine. Und das ist die, wo Jägerstätte in einer Kirche steht mit dem Restaurator, der also da restauriert und darüber spricht. Ja, er zeigt das Leiden, aber er lebt in gewisser Weise davon und leidet nicht selber. Und er sagt so, das ist so ein kirchenkritischer Diskurs, so wir schaffen Bewunderer, also wir, so, ich verstehe es, ich habe so gelesen, wir die Kirche, wir schaffen viele Bewunderer, aber keine Nachfolger. Und das ist fast eine Referenz zum Bischof Fließer, der nach dem Krieg gesagt hat, im Glück auf Jägerstätter, der Fall Jägerstätter, ja, den kann man bewundern, aber er ist nicht zu nachzuahmen. Und es sind eher die größeren Helden, die also an der Front waren. Aber es ist eigentlich etwas vom Diskurs, ja, was, glaube ich, bei Bonhoeffer auch stark kommt, es ist eine Frage der Christusnachfolge. Und die
trifft einfach vom Diskurs schon das Denken Jägerstädter sehr. Es geht nicht nur ums Bewundern, sondern ums Nachfolgen. Das ist für mich eine Schlüsselszene im Film, würde ich sagen. Man hat Märtyrer, die jetzt nicht jetzt einem religiösen Orden angehören und ledig sind und quasi für sich selbst entscheiden, sondern man hat auch andere Fälle, die in einer Beziehung sind, die Familie haben und wo man das von der Seite oft gesehen hat, eher anklagend. Es ist quasi ein Verrat auch nicht nur im Heimatland, wenn man nicht an die Front geht, sondern auch ein Verrat an der Familie, die man in Stich lässt mit so einer Entscheidung. Im Falle von Jägerstädt, dass eine Familie mit einer Landwirtschaft zu Hause, die extrem arbeitsintensiv ist. Aber wenn man sich's genau anschaut, dann merkt man auch, wie viel Kraft die Einzelnen, und es ist ein extremer Prozess, durch den sich Jägerstädter begeben hat. Das wissen wir einfach aufgrund der Briefe und seiner Schriften. Und er bezieht irrsinnig viel Kraft und Energie aus der Beziehung mit der Franziska. Und das muss man sagen, um kurz auch auf den Film zu sprechen zu kommen, auch wenn der Film in vielen Belangen jetzt nicht ganz historisch in allem ist, also vor allem was die Darstellung jetzt von den Radegundern betreffen würde, so von was die Darstellung der Beziehung Franz und Franziska betrifft, auch wenn da nicht alles im Detail vielleicht historisch ist, aber sehr viele die Grundelemente und auch die Würdigung der Beziehung in dem ganzen Entscheidungsprozess, das ist etwas, was man im Film aus unserer Warte jetzt, die sich mit Franz Jägerstädter beschäftigt haben, einfach wirklich sehr würdigen muss. Also es ist aber auch gleichzeitig ein Markenzeichen Terence Maliks. Wer andere Malik-Filme kennt, weiß, dass es sehr oft da drinnen eine Beziehungsgeschichte gibt, die aus dem Rahmen fällt, aus den Normen fällt, gewisserweise. Und das ist auch bei Franz und Fanny in diesem Film so. Sie fallen aus den Normen der damaligen Gesellschaft, auch durch ihre Art, ihre Ehe zu leben. Es ist, und das ist auch historisch verbrieft. Auch der zärtliche Umgang mit den Kindern, der im Film dargestellt ist, all das sind Dinge, die wir vom historischen Jägerstädter kennen. Und es ist auch sehr symptomatisch für viele Filme Maliks, ein Paar abseits der Norm zu sehen, die eine Welt aufzeigen, wie sie sein könnte. Wie sie aber nicht ist. Also bei Malik, muss man auch sagen, es geht nicht immer darum, das verlorene Paradies zu zeigen, aber es geht auch zu zeigen, wie könnte die Welt anders sein. Also diese Suche nach einer anderen Welt, und dabei spielt wieder mal Natur eine große Rolle, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen, das passt in dem Film halt wirklich auch zum historischen Material, muss man sagen. Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben? Ich weiß noch, dieses Motorrad, mein schönstes Kleid. Du hast mich angesehen und ich wusste es. Wie einfach das Leben da noch war. Zu deiner Rasse und deiner Heimat. Du bist ein Verräter. Ich kann keinen Eid auf Hitler leisten. Ich kann's nicht. Glauben Sie, Sie werden die Dinge ändern können? Wenn Gott uns den freien Willen gegeben hat, dann sind wir verantwortlich für das, was wir tun und was wir nicht tun. Kann ich tun, was ich für falsch halte? Wir müssen uns